Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geistblöcken vom 1. FC Köln. Erste Fußball-Bundesliga, vierter Spieltag. Aber was war bitte da beim letzten Mal los? Ich meine nicht mal am letzten Spieltag gegen Hertha BSC, das ging ja relativ humorlos 0:0 aus. Aber was war am letzten Transfertag da bitte los? Holy shit noch einst. Die Vereine haben Geld ohne Ende, haben wir festgestellt. Ich glaube, allein am letzten Transfertag wurden insgesamt über 300 Millionen Euro an Ablösesummen gezahlt. Unter anderem Sergio Kun Aguero zum FC Bayern gewechselt und noch mehrere dieser Kaliber. Unglaublich, unglaublich. Normalerweise wäre ich davon nicht so beeindruckt, aber auch der 1. FC Köln war ungewollt beteiligt. Denn wirklich in allerletzter Sekunde wurde noch ein Spieler, ja praktisch hinter unserem Rücken, verkauft, ohne dass wir da großartig was machen konnten. Und zwar hat uns Yuya Osako wirklich in der letzten Transferstunde für 4,1 Millionen Euro verlassen. Das ist ein herber Verlust, denn der gute Osako hat bis dahin die einzigen drei Bundesliga-Tore in den ersten drei Spielen erzielt. Und so gesehen stehen wir jetzt praktisch wieder bei Null. Und umso bitterer war das natürlich, dass wir darauf nicht mehr reagieren konnten. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig, das wir hätten theoretisch nutzen können, aber das Transferfenster ist nun natürlich zu. Danach war noch eine Länderspielpause, Länderspielwoche. Zum Glück sind alle unsere Akteure verletzungsfrei zurückgekommen. Deswegen können wir mit der fast besten Elf antreten. Denn ihr habt noch mitbekommen, im Training hat sich Dennis Diekmeyer verletzt, der Rechtsverteidiger, der sowieso ein bisschen seiner Form hinterherhing. Und deswegen hat jetzt der gute Leandro Bakuna, Neuzugang von Aston Villa, so ein bisschen die Chance, sich hinten rechts festzuspielen. Wir gucken kurz auf unsere Startelf heute am vierten Spieltag zu Hause gegen Hannover 96. Und ich habe eigentlich nur auf einer Position umgestellt. Musste auf einer Position umstellen, weil Osako, wie gesagt, uns verlassen hat. Und zwar wird Uca, von dem ich jetzt mittlerweile erfahren habe, dass nicht alle Kölner glücklich sind über seine Verpflichtung. Er ist wohl mit ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mit ein bisschen Häme aus Köln verabschiedet worden. Viele haben ihm das wohl noch nicht verziehen, dass er zu Werder Bremen gewechselt ist, aber jetzt wurde er trotzdem zurückgeholt und kann sich ein weiteres Mal in die Herzen der Fans spielen. Heute mit seinem Startelfdebüt nach seiner Rückkehr von Werder Bremen. Ach ja, und übrigens, Osako, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, ist in die andere Richtung, zum SV Werder Bremen an die Weser gewechselt. Gut, aber das sollte jetzt nicht zu lange thematisiert werden. Ansonsten die gleiche Elf, Zieler im Tor, Büttner, Heinz, Knoche und Bakun an der Viererkette, Gerhard und Höger auf der Doppel-6. Nur positionell hat sich noch ein bisschen was getan, denn ich möchte heute den guten Shaedan Shaqiri mal auf der Zehner-Position testen. Saive rückt dadurch auf den linken Flügel, aber allgemein die drei offensiven Mittelfeldspieler, Saive, Shaqiri, Sisto, können auch die Position variieren, können die Position wechseln, um so vielleicht mal für einen Überraschungsmoment zu sorgen. Und wie angedeutet, Anthony Uca mit seinem Startelf. Debüt, Köln ja einigermaßen gut gestartet, 5 Punkte, zuletzt 2 Unentschieden. Hannover hat nahezu den identischen Saisonverlauf, nämlich 3 Spiele, ebenfalls 1 Sieg, 2 Unentschieden, also auch noch ungeschlagen. Heute spielte der Tabellensechste Köln gegen den Tabellenfünften Hannover. Auch wenn das zu dieser kurzen Spielzeit nach erst 3 Spieltagen natürlich noch nicht so aussagekräftig ist. Aber heute schon ein kleines Europa-League-Duell, wenn man so will. Wir gucken mal kurz auf die Parallelspiele des vierten Spieltages mit Gladbach gegen Stuttgart. Die Bayern spielen gegen Ingolstadt, Dortmund muss nach Mainz. Und Wolfsburg spielt gegen Werder Bremen mit Yuya Osako. Ich bin ja immer noch so ein bisschen enttäuscht, dass er uns verlassen hat. Und vielleicht ist das sogar so eine kleine Parallele zur Anthony Uca-Situation vor 2-3 Jahren, als er Köln ebenfalls Richtung Bremen verlassen hat. Wir sind natürlich alle ein bisschen enttäuscht, aber wir müssen jetzt ohne Osako auskommen. Aber jetzt genügend der Vorworte, ich quatsche schon viel, viel zu lange. Gehen wir rein, Rhein-Energie-Stadion, 9. September 2017, 15.30 Uhr. Der Fußball-Samstagnachmittag kann beginnen. Heimo Wasserschneider. Ach, da wird mir ja schon wieder schlecht. Und er nimmt oder bringt den Regen natürlich auch mit.
Nach Köln. Köln-Müngersdorf gehen wir rein. Vierter Spieltag. Zu Hause hatten wir ja in der Vorsaison immer so unsere Probleme. Und jetzt ohne Osako, wer soll die Tore schießen? Zum Beispiel ein Shaqiri. Ist mir eigentlich egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, irgendjemand vollbringt es. Und das wollen wir heute mit allen Mitteln versuchen. Gegen Hannover 96 am 4. Bundesligaspieltag. Viel Spaß! Immer wieder eine klasse Atmosphäre hier im Kölner Rhein-Energiestadion. Hier nochmal unsere Elf im Überblick. Wir haben kurz im Teaser gesehen, auch Hannover mit einem Startelfdebüt, nämlich mit Finn Bogason, dem isländischen Mittelstürmer, der heute sein erstes Bundesligaspiel feiert. Mit Rattinger, Hannover im Tor, Sorg, Marcelo, Hoffmann, Albon, Nors, gegen Viererkette, Schmiede, Wachki und Sané, drei defensive Mittelfeldspieler und drei Offensivspieler mit eben Finn Bogason, Erdinsch und Leandro Damião, den brasilianischen Mittelstürmer, der bereits zweimal in der laufenden Saison getroffen hat. Shaqiri, der aus der Premier League zurückkam. Key, ebenfalls ehemaliger Premier League-Spieler. Key, der Schlüsselspieler bei Hannover im zentralen Mittelfeld, soll das Spiel der Niedersachsen leiten. Das ist Heimo Wasserschneider. Und denke, dann haben wir die Vorworte soweit abgearbeitet. Es kann losgehen. Der Ball rollt. September 2017. Hannover ganz in Rot. Köln ganz in Weiß. In der ersten Spielzeit. Beziehungsweise in der ersten Spielhälfte. Und der erste Ballgewinn von Henri Saibé gegen Oliver Sorg. Der den Vorzug hinten rechts bekommt. Vor dem Ex-Kölner Pavel Ulkowski. Knoche. Mit dem Fast-Fehlpass. Da haben wir gleich zweimal Glück gehabt. Leandro Bakuna, wie gesagt, für ihn die Chance, sich jetzt hinten rechts ein bisschen festzuspielen nach der Verletzung von Dennis Diekmeyer. Der fällt mit einem Hüftmuskelriss erstmal aus. Erster Angriff, Pione Sisto. Eine brauchbare Flanke und Anthony Uja kommt nicht ganz dran. Marcelo Kletter zur ersten Ecke. Und die Augen sind natürlich ganz besonders auf unser Mittelstürmer Uja gerichtet. Vor allem nach dem Verkauf von Yuya Osako, nach dem Zwangsverkauf, muss man ja schon wirklich sagen. Wir hatten da keine Chance zu reagieren. Erste Standart, Situation, Shaqiri bringt den Ball rein. Rattinger nicht so ganz sicher. Zweiter Ball, erstmal den Ball sichern, Yannick Gerhardt auf Sisto. Oh, der braucht dazu lange, den Ball zu kontrollieren. Und Schmiedebach auf einmal auf und da vorne Hannover. Fast in der Überzahl, wenn sie es schnell machen. Aber Bakuna und Sisto wieder rechtzeitig zurückgeeilt. Und so erstmal der Rückwärtsgang. Aber jetzt haben sie im Zentrum eine Menge Platz. Und können da Hannover nicht am Torschuss hindern. Ich weiß gar nicht, wer da abgezogen hat. Ich glaube, Ki, der Koreaner. Und ich hätte es eingangs auch ganz kurz erwähnt. Der Top-Transfer der Sommerpause. Sergio Kun Agüero von Man City für 75 Millionen Euro. Der absolute Wahnsinn, was da los war im Sommer. Zum FC Bayern gewechselt, die ja ihrerseits allerdings auch mit Lewandowski und Müller zwei Topstürmer abgegeben haben. So, jetzt erstmal der gute Ball auf Bakuna, der mit dem langen Ball auf Sisto, der ist schnell vorbei an Albonors. Nächster Flankenversuch, nochmal Sisto mit ein bisschen Dusel durch. Sisto, aber dann gut verteidigt da von Hannovers Defensive. Die kontern mit von Bogason, Vollzugang von Olympiakos. Pirius, Sané, Albonors. Sané und Albonors. Die beiden verstehen sich. Aber Sisto geht dann dazwischen, aber Schmiede macht mit der Grätsche allerdings
hat er da mehr den Gegner gespielt als den Ball, deswegen Freistoß. Gerhard führt schnell aus, Sisto kommt erst langsam wieder auf die Beine und wird gleich angespielt. Der verlagert das Spiel erstmal auf links mit den zuletzt starken Alexander Büttner. Saive sucht Shaqiri, findet ihn. Uca, wollte ich eigentlich auf Marco Höger spielen, den Kapitän. Aber Hannover dazwischen. Radlinger nach dem Abgang von Ron-Robert Zieler, ja die neue Nummer 1 bei Hannover. Und genau der steht ja heute mittlerweile beim 1. FC Köln zwischen den Pfosten, nachdem wir ihn vom FC Everton in die Bundesliga zurückgeholt haben. So, das ist Höger, bleibt blöderweise hängen. Wenn der Ball durchkommt, haben wir dann eine gute Chance. Und jetzt ein kleines Foulspiel, schnell ausgeführt von Hannover. Schmiedebach, der Hannover-Kapitän heute. Der Ballverlust von Albonor Shaqiri dazwischen. Jetzt mal auf dem rechten Flügel. Genau das meine ich, die drei Offensivspieler können da rotieren. Klasse Ball auf Uca, der mit der Hacke. Auf den mitgelaufenen Gerhard, aber der kommt dann nicht ganz dran. Schade. Ucas Pass findet noch nicht seine Mitspieler. Sisto, schneller Ballgewinn. Dominik Heinz mit dem langen Ball, der perfekt ankommt, aber Saive verliert den Zweikampf gegen Sorg. Was macht Marcelo da, der Brasilianer? Hannover versucht spielerisch hintenrum. Köln geht mal wieder früh ins Pressing. Hannover so ohne wirklichen Spielaufbau. Müssen den Ball da hin und her schieben, aber dann ist irgendwann mal die Lücke im Zentrum da, aber dann der Fehlpass. Sisto dazwischen. Der auf Shaqiri. Der will Uca suchen, findet ihn aber nicht ganz. Zweiter Ball, Marco Höger. Hannover dicht im eigenen Strafraum festgesiegelt. Wieder Büttner. Marco Höger. Jetzt ist rechts viel Platz. Gut gesehen. Könnte mal abziehen. Leandro Dacuna. Warum nicht? Der neue Niederländer von Aston Villa gekommen. Allerdings hier mit seinem schwächeren Linksfuß. Mit seinem schwächeren linken Fuß natürlich. Trotzdem ein, für einen Außenverteidiger gesehen, extrem torgefährlicher Defensivspieler. Auch wenn man das da gerade in der Situation nicht erahnen konnte. Gegen zu Hannover Saive dazwischen. Unglaublich laufstark der Mann aus dem Senegal, der jetzt schon eine Art Publikumsliebling hier in Köln ist. Bakuna, Gegenzug. Mit dem langen Ball auf Sisto. Und der kann mal das 1 gegen 1 gegen Albonors. Uca, Shaqiri. Oh, ein bisschen zu weit. Oh, schade. In den Ansätzen die Ideen gut zu erkennen, aber Shaqiri noch nicht so wieder richtig angekommen in der Fußball-Bundesliga. Der ehemalige Bayern-Spieler läuft noch so ein bisschen seiner Idealform hinterher, aber kann ja noch alles kommen. Sisto setzt da den Gegner erneut früh unter Druck. Oliver Sorg muss auch erstmal wieder den Rückwärtsgang eintreten. Nochmal Sorg. Köln mit unfassbarem Pressing. Sorg muss da zum Keeper zurückspielen. Radlinger. Was macht der Keeper da? Der macht den Fehler. Uca. Oh, warum schießt der nicht? Aber so geht's auch. Über Umwege. Und dann möchten sie es zu kompliziert machen, die Kölner. Hätte Uca vielleicht sogar den Abschluss suchen können. So erstmal Hannover wieder mit einem neuen Spielaufbau. Aber der Ball ist auch wieder zu weit. Warum kommt Zieler da raus? Das war unnötig vom Keeper. Den Ball hätte Bakuna eigentlich sicher gehabt. Hoffmann. Marcelo. Und gerade die beiden Innenverteidiger sind technisch nicht die visiertesten. Und auch nicht die beweglichsten. André Hoffmann und eben Marcelo. Wenn wir die früh anlaufen, hätten wir da vielleicht irgendwann die Chance zum schnellen Gegenstoß. Guter Zweikampf von Dominik Heinz. Zurückgespielt zu Zieler. Das kann man auch sicherer lösen, aber gut gegangen. Gerhard, Shaqiri, Höger und Sisto. Der auf Uca. Der sucht Shaqiri. Und der wird von Hoffmann gefoult. Aber Wasserschneider erkennt es nicht. Und das Spiel läuft weiter. Also das war doch mal wieder ein deutliches Foulspiel. Wäre eine gute Freistoßposition gewesen. Aber so geht es. Torlos in die Kabine. Und das kannten wir, oder kennen wir ja aus der Vorsaison.
Rhein-Energiestadion, Pausenstand 0-0. Finn Bogason noch nicht so wirklich auffällig auf Hannover Seite, aber das war kein einziger der Offensivspieler. Weder bei Köln noch bei Hannover. Gucken kurz auf die anderen Plätze. Bayern führt unter anderem mit 1-0 gegen Ingolstadt. Ansonsten könnt ihr natürlich die Ergebnisse euch selber rauspicken von euren Lieblingsvereinen. Aber ich weiß ja, euer Lieblingsverein ist natürlich der 1. FC Köln, trainiert von Daniel Dattel. Und das ist das, was zählt. Konditionen sehen noch ganz gut aus. Das ist heute unsere Ersatzbank. Miesenhöhler, Sörensen, Schlupp, Risse, Skelbrett, Podolski und Leja Iseka. Der jetzt natürlich wieder mit in den Fokus, mit in den Kader rückt. Nach dem Panikverkauf, möchte ich es ja schon fast nennen, von Osako. Der gehört jetzt erstmal auf jeden Fall wieder fest zum Team. Ich wollte ihn ja eigentlich verleihen, aber das ist jetzt erstmal gestorben. Gehen wir rein in die zweite Hälfte. Erstmal zunächst ohne Wechsel, ohne Veränderung. Hannover hat auch nicht ausgetauscht. Und damit auf in die zweite Hälfte. Köln jetzt auf das linke Tor zuspielend. Und sie kommen mit Bakuna. Das ist Zisto, Robin Knoche und Dominik Heinz, die sich erstmal festgespielt haben in der Innenverteidigung momentan. Hüttner, Gerhard sucht eine Anspielstation durchs Zentrum. Shaqiri, Uca mit dem Shitball und dann der Fehler. Shaqiri fällt und wieder kein Pfiff. Nach dem Riesenlapsus da von Hoffmann war es, glaube ich. Und Shaqiri beschwert sich. Da fällt er schon wieder und wieder kein Pfiff. Ist ja unglaublich. Hier wird er auch angegangen, aber er bleibt auf den Beinen. Oh, und dann der Ball in den Rücken von Marco Höger. Aber Uca kämpft. Gerhard. Das ist Höger mit dem nächsten Chipball. Und Hoffmann hat wieder Schwierigkeiten, den Ball da zu klären. Aber erstmal raus aus dem eigenen 16er. Knoche. Bakuna. Gerhard. Raus auf Sisto. Bakuna muss ihn hinterlaufen. Jetzt Flankenposition. Aber da ist Hoffmann. Kopfballstark ist er ja. Genauso wie sein Innenverteidiger-Kollege Marcelo. Da wird er auf den Fuß angespielt. Rattlinger. Fast mit dem Fehler. Aber eben nur fast. Uca gegen Hoffmann. Shaqiri kommt nicht an die Pille. Schade. Hannover kann erneut mit Dusel ein bisschen Dusel klären. Albonors. Und der lässt den Ball ins Austrudeln. Der Linksverteidiger. Den habe ich hier mittlerweile schon als eine Art Schwachpunkt erkannt. Aber erstmal der Flügelwechsel zu unserer linken Seite mit Büttner. Das ist Höger. Der mit dem gut gedachten Zuspiel ein bisschen zu lang für Saive. Wir können mal Position austauschen, möchte ich noch nicht, nur die Position tauschen. Saive geht mal zurück ins Zentrum. Shaqiri auf den linken Flügel. Einwurf Sorg. Oh, und der bringt das Sané direkt in Bedrängnis, der den Ball auf die Tribüne haut. So, Einwurf FC. Wo ist die Anspielstation? Dauert zu lange bei Gerhard. Konter gegen Zug Damiao. Knoche muss ins Zentrum. Die Flanke kommt nämlich. Und die kommt richtig gut, meine Herren. Fast ausgekontert hier die Kölner. Aber Ron Robert Zieler, so wird er richtig ausgesprochen, wurde mir gesagt. Die Betonung auf das zweite N mit der guten Parade. Uca auf Shaqiri. Ah, aber der will da zu viel. Saive war es, nicht Shaqiri. Haben wir die Position jetzt mittlerweile getauscht. Kommt Uca, geht drauf da. Aber ihr seht, 7 Spieler von Hannover, 7 Feldspieler, alle im eigenen Spieldrittel zu finden. Nur die 3 Offensiven bleiben da irgendwo vorne stehen. Und so kann Köln häufiger mal den Ball relativ einfach gewinnen. Gerhard, raus auf Büttner. Jetzt ist im Zentrum eine Menge Platz. Gut gesehen, Uca. Was macht Uca? Oh, er macht's wieder zu kompliziert. Und Hannover hält den Ball und spielt ihn wieder zurück zu Rattlinger. Ihr seht das ja, wie viele Hannover-Spieler da auf einem Fleck fast stehen. Und dann weiß Marcelo sich nicht anders zu helfen, als den Ball wieder nach vorne zu kloppen. Also heute ist hier wesentlich mehr drin. Wir werden mal austauschen. Ich möchte Uca eigentlich noch nicht rausnehmen. Wir werden aber Marcel Risse bringen für Bakuna, um noch mehr Offensivkraft über die Außenverteidiger zu entfachen, hoffentlich. Und ich denke auch Gerhard werden wir heute mal rausnehmen, wobei
Wen hätten wir sonst noch als Alternativen? Schlupp könnten wir natürlich noch bringen. Zwei ins defensive Mittelfeld stellen. Oder wir bringen, komm, wir bringen ihn. Lea Iseka kommt für Uca. Uca wirklich sehr bemüht. Aber sein Passspiel, das muss er noch verbessern. Also bei den Kölner Fans hat er heute nicht unbedingt viel Kritik gewonnen. Ich hoffe aber in den kommenden Spielen noch, er kann sich zurück in die Herzen der Fans spielen. Jetzt aber der Doppelwechsel, Iseka und Risse jetzt neu dabei. Shaqiri sofort attackiert von Oliver Sorg, der auf Erdinsch, aber Büttner mit zurückgeheilt. So, und jetzt ein bisschen Konzentration im Spielaufbau. Risse, klassisch Zuspiel. Das ist Iseka, der steckt durch zu Saivi. Und da ist die Riesenchance für das erste Bundesliga-Tor für Ori Saivi. Er scheitert aber an Radlinger. Gegenzug, Finn Bogason. Kein Kölner geht da so richtig drauf auf den Isländer, der da sogar zur Flanke kommt. Zida ist draußen und da geht wieder keiner hin. Also könnte es defensive in manchen Situationen völlig außer Rand und Band, das kennt man gar nicht. Und Zida muss hier mit dem Fuß parieren gegen Finn Bogason, der mit seiner ersten Riesenchance zu einem Bundesliga-Treffer. Ecke zu nah, ans Tor gezogen, Zida dazwischen. Sein Abschlag auf Iseka, klasse Kopfballverlängerung auf Sisto. Und der hat jetzt Platz. Sisto, wer ist in der Mitte? Ah, oh, Flanke abgeblockt. Iseka war da, glaube ich, gut mitgelaufen. Marcel Risse nochmal, der kann ja auch flanken. Und die kommt gut. Wieso denn abseits? Iseka greift da doch gar nicht ins Geschehen ein. Sei es drum, Freistoß. Hannover, und die machen es wieder kurz. Iseka läuft da sehr früh an. Und er zwingt den Einwurf an der eigenen Eckfahne für Hannover. Oliver Sorg, der Ex-Freiburger. Marcelo wieder unter Druck. Das gleiche Spiel. Also was Hannover hier spielerisch zum Teil leistet, ist nicht Bundesliga-tauglich. Aber Köln kann es bis dato nicht nutzen. Vielleicht jetzt Shaqiri. Und wieder noch ein Körperteil, eine Brust. Diesmal von Albornoz dazwischen. Und Hannover ist hier anscheinend mit diesem Punkt zufrieden. Albornoz. Die stellen sich wirklich nur komplett hinten rein. Was ist da los? Wir gehen volle Offensive. Und dann der lange Ball ins Nix. Also das ist wirklich sehr, sehr schwach, was Hannover hier leistet. Vor allem in der zweiten Hälfte. Knoche. Büttner. Aber wohin mit dem Ball? Robin Knoche. Raus auf Marcel Risse. Das ist wieder kein Foul. Ey, Wasserschneider, willst du mich denn verarschen, Schiedsrichter? Und wieder wird ein Köln-Spieler da umgefoult, umgerissen. Und wieder gibt es nichts. Und kein Kölner greift an. Ach, es ist schon wieder echt zum Verzweifeln hier gerade. Büttner holt den Kopfball. Grätsche von Hannover. Ja, kommt, macht doch noch ein Kontertor. Ey, das ist zum Mäusemelken hier gerade wieder, weil. Ach, und die Nachspielzeit läuft ja auch schon gleich. Ach, ist das peinlich. Und wie die Kölner da vorne alle einfach dumm rumstehen. Deswegen mache ich nie eigentlich auch sehr offensiv oder offensiv alleine schon. Ein Angriff vielleicht noch, kommt. Gerhard, nochmal eine gute Flanke. Ja, die ist zu nah ans Tor. Aber Radlinger macht spannend. Aber es müsste die letzte Aktion gewesen sein. Wieder kein Tor zu Hause. Was ein scheiß Fußballspiel. Entschuldigung, aber das muss man ja mal sagen hier von Hannover 96. Was ist das denn für ein Anti-Fußball? Und Heimer Wasserschneider hält es ja auch nicht für nötig, mal auf Freistoß für Köln zu entscheiden. Also, da fehlen einem manchmal echt die Worte. Und Hannover hatte sogar mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Da sieht es natürlich so aus, als hätte Hannover mehr vom Spiel gehabt. Aber das ist ja wirklich lachhaft gewesen. Immerhin unsere Defensive mit guten Noten. Marco Höger fällt so momentan ein bisschen ab. Nur eine 5,5. Saivé nur eine 6,0 heute. Sisto Bärenstark mit der 7,5.
Shaqiri auch noch unter den Erwartungen, hinter den Erwartungen zurückgeblieben bislang. Aber es muss sich noch so alles ein bisschen einspielen. Nach dem Verkauf von Horn und dem Blitzverkauf von Osako muss sich die Mannschaft erstmal wieder ein bisschen neu finden. Viele neue Spieler dazugekommen. Büttner, Knoche, Zieler, Saive, Shaqiri natürlich und jetzt auch Anthony Ucha, Bakuna natürlich auch noch. Also der Mannschaft muss man erstmal ein bisschen Zeit geben, sich wirklich zu finden. Gut, Leute, aber ihr habt es schon am Spielplan gerade gesehen. Wir spielen bald wieder in der Europa League. Genauer gesagt in 5 Tagen. Ich wollte nochmal ganz kurz das Training ein bisschen abchecken. Ja, können wir alles mal einfach so lassen wie in der Vorwoche und durchsimulieren. CC, BCC, naja. Weder Fisch noch Fleisch, irgendwas dazwischen. Aber sei es drum, das Spiel müssen wir jetzt erstmal abhaken. Sorgen um den Graben. Wir gehen mal eben einen Tag voran, damit der 4. Bundesligaspieltag kompletto ist. Und dann schauen wir uns die Ergebnisse an. Und wir sehen, Iseka hat das Vertragsangebot abgelehnt und steht in den nächsten Wochen nicht zu neuen Verhandlungen zur Verfügung. Gut, dann müssen wir das halt eben später mal klären. Miesenhöhler sagt, ich bin unzufrieden, dass ich nicht in der Mannschaft war. Ich respektiere die Entscheidung, aber ich hätte gerne gespielt. Ist jetzt die Frage, wir könnten natürlich Miesenhöhler dafür in den Pokalspielen spielen lassen. Ich hatte sowieso vor, vor allem in der Europa League, die Mannschaft komplett umzutauschen. Aber wie genau, das werden wir erst im nächsten Part dann sehen. Ich wollte erstmal zu den Bundesliga-Ergebnissen des 4. Spieltages. Köln also torlos gegen Hannover. Das 2. 0:0 in Folge. Geht das denn schon wieder los? Ohne Osako keine Tore. Bitter, bitter. Gladbach gegen Stuttgart 1:1. Die Bayern schlagen Ingolstadt klar mit 3:0. Dortmund nur 1:1 in Mainz. Schalke unterliegt überraschend den FC Augsburg mit 1:2. Wolfsburg fertigt Bremen 3:0 ab. Hertha gewinnt in Düsseldorf 1:0. Frankfurt schlägt Hoffenheim 2:1. Und HSV Leverkusen trennen sich 1:1. Ach ja, es ist Europa League. Ich kenne es ja noch aus FIFA 15. Dann fängt das Spiel auf einmal an zu laggen. Und es fängt an mega zu hängen. Zum Beispiel auch, wenn man die Europa League Tabellen laden möchte. Ist ja mittlerweile nichts Neues. Aber wir wollen die Bundesliga-Tabelle uns kurz anschauen. Und sehen die Bayern also jetzt das einzige Team ohne Punktverlust. 4 Spiele, 4 Siege, 12 Punkte. Dortmund und Hertha dahinter. Wolfsburg, Schalke, Augsburg. Momentan auf den internationalen Plätzen Hannover und Köln rutschen jeweils 2 Tabellenplätze ab. Der HSV und Mainz sind jetzt im Nacken. Und das einzige Team noch ohne jeden Punkt nach 4 Spieltagen ist die Fortuna aus Düsseldorf. 4 Spiele, 4 Niederlagen, ein einziges Tor, 7 Gegentore, 0 Punkte. Also ich behaupte mal, wir sind momentan zwar noch im Soll, aber heute das Spiel gegen Hannover hätten wir echt gewinnen können. Ach, das regt mich echt so ein bisschen auf gerade, dass wir da nicht mehr holen konnten. Übrigens habe ich offscreen noch ein paar, beziehungsweise genauer gesagt 2 Scout-Aufträge festgelegt. Kann ich euch ganz kurz zeigen. Der erste Auftrag, so das Standardmäßige, was ich immer mache. Spieler zwischen 23 und 28 mit Stammspielerqualität, dessen Verträge zur neuen Saison auslaufen. Vielleicht finden wir da noch den einen oder anderen Interessanten für uns. Und zum anderen möchte ich mal ein paar neue Jugendspieler scouten. Vielversprechende Jugendspieler zwischen 16 und 18. Vertragsdauer ist da egal. Dass wir da mal vielleicht ein paar zufallsgenerierte Spieler, gute zufallsgenerierte Spieler und Talente finden können. Aber da werden erst nach und nach die ersten Scout-Berichte dann eintreffen. Jetzt stehen wir aber ganz kurz vor unserem Europa-Comeback. Liebe Freunde, 24 Jahre ist es her, als wir zuletzt folgende Spieler wurden von anderen Vereinen abgeworben. Okay. Azemi hat bei Al-Khalji unterschrieben. Das müsste ein Verein aus Saudi-Arabien sein. Und auch Sörensen hat unser Vertragsangebot abgelehnt. Können wir da vielleicht noch neue Angebote machen, wenn das Spiel nicht hängt? Meine Herren, ich dachte zumindest, das hätten sie gefixt. Gegenüber FIFA 15, Gehaltswunsch nicht erfüllt, steht nicht zur Verfügung und Sörensen steht momentan auch nicht zur Verfügung. Da habe ich ja ein bisschen versucht zu falschen, mit dem Gehalt ein bisschen runterzugehen, aber da
haben sich beide wohl nicht drauf eingelassen. Aber bis zur Winterpause ist es ja noch lang. Da können wir noch diverse Male versuchen zu verlängern. So, in Norwegen ist ein Spieler abgehauen. Und zwar er hier, der Torwart. Morten Agnes Azemi. Ach, können wir glaube ich mit leben. Nicht so schlimm. Ein paar Spieler sind ja noch dort aktiv. In der Jugendakademie. Beziehungsweise es ist ja nicht die Akademie, sondern das Scouting-Netzwerk, wo Spieler erstmal gescoutet werden für die Jugendakademie. So, aber jetzt voran. Eine Mail haben wir noch, aktuell ist aus Deutschland, da wurden schon die ersten Spieler gescoutet. Aber das wisst ihr, das werde ich natürlich dann wieder... Was war das denn jetzt? Hallo? Okay, jetzt bin ich da. Das war gerade komisch. Mohamed Salah wurde unter anderem gescoutet. Möchtest du mich verarschen? Aber das werde ich, wie gesagt, oder wie ich gerade sagen wollte, offscreen natürlich machen. Spiel bitte nicht aufhängen, ich möchte ein bisschen vorankommen. Denn unser erstes europäisches Spiel, wie gesagt, nach 24 Jahren steht bevor. Und zwar spielen wir auswärts. In Wien, in Österreich, unser kleines, nettes Nachbarland. Der SK Rapid Wien. Europa League, wir kommen. Ich freue mich schon extrem drauf. In der Bundesliga zuletzt dreimal unentschieden. Mal gucken, wie es europäisch auf europäischen Geläuf so laufen wird. Sagt man das so? Ist auch egal. Auf jeden Fall bedanke ich mich für euer Zusehen bei diesem Part von Let's Play FIFA 16. Karrieremodus mit den Geißböcken vom 1. FC Köln. Und beim nächsten Mal sehen wir dann gemeinsam unser internationales Comeback in Wien bei der Partie zwischen den SK Rapid Wien und dem 1. FC Köln. Wer hätte es gedacht? Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.